Willkommen zu meinem Test des Mate 30 Pros. Das Smartphone habe ich jetzt ausführlich im Test seit 3 Monaten als mein Hauptgerät genutzt und möchte euch meine Erfahrungen mit dem Mate 30 Pro dann näher bringen. Das ist aus meiner Sicht, das kann ich vorab schon sagen, eines der besten Android-Smartphones, das es aktuell auf dem Markt gibt und das beste Android-Smartphone ohne Google Play-Dienste. Genaueres erfahrt ihr jetzt in meinem Test. Das Mate 30 Pro ist eines der besten Kamera-Allrounder-Smartphones auf dem Markt. Zur Kamera muss ich wohl nichts Großartiges mehr sagen. 40 Megapixel Hauptsensor und Superweitwinkelkamera sind einfach spitze. Schaut euch mein extra Kamera-View dazu an. Gewohnt gute Verarbeitung, nichts Scharfkantiges, ein modernes Waterfall-Design, das zwar nicht jedem gefällt, mir aber trotz einer Anfangsskepsis keinerlei Probleme bereitet hat. Etwas ungewöhnen musste ich mich bei der Lautstärkesteuerung. Es gibt keine Lautstärke-Tasten mehr, sondern man muss per Doppeltippen auf eine Seite und dann hoch und runter ziehen. Das hat allerdings ohne großartige Probleme bei mir funktioniert und mit etwas Einarbeitungszeit funktioniert das sogar aus der Hosentasche heraus, wenn man eben das haptische Feedback mitbekommt und das richtige Timing hat. Als nur ausreichend würde ich den Lautsprecher, den Hauptlautsprecher auf der Unterseite bezeichnen. Es ist halt nur ein Monolautsprecher, der liefert zwar eine gute Tonqualität, also ist nicht katastrophal schlecht, aber er ist etwas leise. Und für meinen Geschmack und insgesamt, ich habe einfach ein bisschen was mehr Bums erwartet bei diesem Lautsprecher. Audioqualität bei Aufnahmen für Telefongespräche beispielsweise oder bei ganz normalen Podcast-Aufnahmen oder Videoaufnahmen ist sehr, sehr ordentlich. Da gibt es überhaupt keinerlei Schwierigkeiten. Das ist auf Spitzenklassenniveau. Entspürt wird das Gerät meistens mit der Gesichtserkennung. Ich muss das einfach nur anmachen, mit der Power-Taste gedrückt halten und dann wird das Gesicht entsperrt. Das klappt super schnell und zuverlässig, sogar etwas schneller als der gute In-Display-Fingerabdruckscanner, den ich auch benutze, aber meistens dann nur, wenn ich mein Gesicht nicht in der Nähe habe, weil das mit der Gesichtsentsperrung deutlich einfacher geht. Da sollte man, kleiner Pro-Tipp, in den Einstellungen aber das Ganze so einstellen, dass er automatisch entsperrt und nicht den Sperrbildschirm länger anzeigt, wenn eben das Entsperren gelungen ist. Das funktioniert auch mit Sonnenbrillen oder länger gewachsenem Bart ohne großartige Probleme. Speicher hat man auch genügend. Mithilfe von Nano-Memory-Karten kann man das Ganze auch noch weiter aufrüsten. Und die werden von Huawei vertrieben. Es gibt auch ein paar Drittanbieter, die allerdings nicht in Deutschland zu haben sind. Und damit kann man dann das Ganze, habe ich auch gemacht, damit kann man dann zum Beispiel richtig großartige, große Videos dann zum Beispiel vom 32C3 oder sowas drauf spielen. In Sachen Software hatte ich mit MIUI 10 keinerlei großartige Probleme. Das Gerät habe ich ja in China besorgt. An der einen oder anderen Stelle hat man noch gemerkt, dass es noch keine komplette deutsche Übersetzung gibt. Zum Beispiel die App Reader. Die zeigt mir doch manches Mal, wenn ich eine PDF-Datei beispielsweise öffne, dann noch ein paar chinesische Schriftzeichen an. Klappt allerdings ansonsten wunderbar und habe also da überhaupt keine Probleme mit. Wenn es um die Performance des Gerätes geht, ist das wirklich noch ziemlich ordentlich, denn das Gerät läuft auch, wenn ich es im Stromsparmodus betreibe, das habe ich sogar teilweise gar nicht gemerkt, sehr, sehr schnell und sehr, sehr ordentlich. Apropos Stromsparmodus, dieser hat im Grunde genommen, ist im Grunde gar nicht notwendig, weil ich komme mit dem Gerät über den Tag ohne großartige Probleme und mit den 4500 mAh starken Akku kann ich sogar, wenn ich es ausreize, 2 Tage erreichen, ohne dass ich mich großartig anstrenge dabei. Ich muss mich halt nur selber davon abhalten, bei unter 30% das Ganze an die Ladedose zu packen. An die Ladedose packen ist auch eine gute Sache, weil falls ich das doch machen möchte, kann ich das mit Hilfe eines 40 Watt Superchargers sehr, sehr schnell laden und kann dann in, ja, wie eine Art Count-Up-Counter sehen, wie die Prozente da einfach hochgeladen werden. Ansonsten kann das Gerät auch nochmal kabellos, drahtlos geladen werden, indem ich einfach auf eine Induktion per Qi-Charging setze und das kann dann maximal auch mit 27 Watt erfolgen. Aber ich habe in dem Fall meistens nur 10 Watt benutzt, weil ich eben diesen Supercharger nicht habe. Das lohnt sich zum Beispiel für über die Nacht aufladen. Da kann ich auch mit 10 Watt ohne Probleme das Gerät
aufladen. Navigation kann ich mit dem Gerät ohne Probleme durchführen. Das heißt, das GPS funktioniert sehr, sehr schnell und zuverlässig. Und wenn ich mich orten möchte, mithilfe verschiedener Software, ist das auch ohne großartige Probleme direkt möglich. Und ich sehe dann, wo ich mich befinde. Das klappt also auch wunderbar. Multitasken, Musik hören, Videos anschauen oder sogar schneiden, alles gar kein Problem. Ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe den ein oder anderen TechView Vlog mithilfe des Mate 30 Pros aufgenommen und sogar auf dem Mate 30 Pro geschnitten. Das hat also überhaupt keinerlei Probleme gemacht. Was die Software selber angeht, wie sieht es mit Updates aus, wenn ich das Software Updates installieren möchte? Alle Apps, die ich über die App-Galerie von Huawei installiert habe, kriegen automatisch auch über diese App-Galerie Updates und die werden automatisch im Hintergrund eingespielt, wenn ich die Autoaktualisierung über WLAN aktiviert habe. Falls ich die Apps über F-Droid oder über den Play Store oder in dem Fall den Aurora Store installiert habe, muss ich manuell das Ganze machen. Und das ist ein bisschen fummelig und einer der Negativkritikpunkte. Das funktioniert nicht automatisch. Das heißt, jede App, die hier als Aktualisierung angeboten wird, muss ich dann manuell zum Aktualisieren dann tatsächlich auch installieren oder ja, kommt dann Installationsdialog auf. Und das ist halt ein bisschen was nervig, würde ich mal behaupten. Daran muss man also noch ein bisschen was arbeiten, was das angeht. Ansonsten der freie Software-Index, den kennt ihr ja, der bewertet von 0 bis 10, wie freiheitsgewährend ein Produkt ist, wie GNU Stallman approved ein Produkt ist. Das wäre bei 10 und bei 0 wäre es halt total unfrei. Das kriegt jetzt in dem Fall ja wirklich nur die 2 Punkte, weil ich kriege die Software tatsächlich, weil es hier an ASP in Android läuft und ich kriege also den Quellcode dafür, aber der Bootloader ist gesperrt und ja, Huawei-typisch kriegen wir da also nicht viel mit. Man ist auf Gedeih und Verderb Huawei ausgesetzt und hat keine Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie ein anderes Betriebssystem draufpacken. Wenn Huawei sagt, ich unterstütze das Gerät nicht mehr, ist es halt eben nicht mehr unterstützt und dann kann ich mir im Grunde genommen neues, muss ich mir softwareseitig einfach neues besorgen. Insgesamt liefert Huawei hier aber eines der besten Smartphones aus, die man aktuell bekommen kann. Ist sogar das beste Android-Smartphone ohne Google-Dienste und ich habe mich bisher noch nicht dazu überreden lassen, Google-Dienste hier zu installieren. Es läuft alles sehr gut und sehr flüssig. Wer sich dafür interessiert, wie das Ganze auch ohne Google-Dienste relativ gut läuft, wie ich auch weiterhin YouTube schauen kann und des Weiteren, dann schaut euch mal hier noch 2-3 Videos an, die ich verlinkt habe. Ansonsten war es das für meinen kleinen Test und meinen Erfahrungsbericht zum Mate 30 Pro. Ihr habt sicherlich Fragen zum Mate 30 Pro, die könnt ihr in dem Kommentarbereich hinterlassen. Ansonsten könnt ihr das Video liken und natürlich dann auch abonnieren. Es wird weiterhin auch Informationen zum Mate 30 Pro geben und vielleicht auch meinem P30. Und ja, ich werde natürlich, falls viele Fragen auftauchen, noch ein paar Fragen dann auch vielleicht in Videoform beantworten, falls das notwendig wird. Das war's für dieses Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.